Rüssam bei 360 Grad, ja, heute von einem wahren Schmuckstück in der Region, dem wiedereröffneten und restaurierten Trappenseeschlösschen hier in Heilbronn, das künftig als Literaturhaus dienen wird. Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Ja. Und ganz genau anschauen muss man sich auch die Zahlen während der Corona-Zeit. Und das sind natürlich die Zahlen der Stadt Heilbronn in die Höhe geschnellt. Und dann gibt es natürlich immer gleich eine große Aufregung. Und viele Menschen sagen, das wird langsam auch ein bisschen übertrieben, wäre Heilbronn, die Stadt Heilbronn beispielsweise Teil des Landkreises, so wie es auch in Ludwigsburg oder Reutlingen der Fall ist, dann wären die Zahlen natürlich relativ geringer, weil man eine viel größere Bevölkerung hat. Also man muss auch hier sowohl die Maßnahmen als auch die Zahlen deutlich hinterfragen, denn die Bürger, die werden schon etwas unruhig. Und unruhig wird auch so manch auf den Ämtern, das merken wir natürlich auch. Auch die Gesundheitsämter sind wieder aufgeschreckt, wollen da auch die Kategorisierungen schärfen von denjenigen, die dann doch in Quarantäne müssen. Also auch da muss man immer abwägen, ob diese Maßnahmen tatsächlich dringend notwendig und auch sinnvoll sind. Und das vor dem Hintergrund, dass in Sachen Digitalisierung so viel tatsächlich nicht passiert, wenn es immer noch Ämter gibt, die Listen ausfüllen und dann per Fax verschicken oder noch besser per Post ans andere Amt weiterschicken. Da merken wir tatsächlich, in Sachen Digitalisierung muss ich noch viel tun. Ja, und viel tut sich auch bei unserer Aktion 50 Wochen, 50 Orte. Und da hat man in Ittlingen gesehen, wie die Region lebt, wie lebendig die Region ist und wie jeder Ort doch seine persönliche Note mit einbringen kann. Und auch in diesen Corona-Zeiten vor allen Dingen im Zusammenhalt und auch im Zusammenhalt der Vereine einiges positiv bewegen kann. Ja, und was hier positiv bewegt wurde, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, man hat schon außergewöhnliche Ein- und Ausblicke hier direkt am Heilbronner Trappsee. Und dieses Schlösschen, da gehen ja die Ursprünge auf das Jahr 1575 zurück. Und eine knappe Million wurde investiert, 850.000 für die Restaurierung, 150.000 dann für Ausstellungstechniken. Und das meiste davon über Stiftungen, private Spender, damit das Ganze hier wieder zum Leben erweckt werden konnte. Und das mit vielen, vielen tollen Eindrücken, beispielsweise über 9 Menschen, Literatur, Geschichte, 9 Autoren, die sich mit Heilbronn beschäftigen oder etwa eine Verbindung mit Heilbronn haben. Das Ganze dann auch nochmal interaktiv hier auf 2 Monitoren dargestellt. Einerseits die Autoren und ihre Orte und andererseits natürlich das Kätchenmann Heilbronn von Heilbronnern vorgelesen, dass man auch ein bisschen einen Eindruck über diese Geschichte kommt. Und das geht von Heinrich von Kleist über Ludwig Pfau, Viktoria Wolf bis zu Theodor Heuss und die ganzen Autoren und ihre Werke, die wurden hier an der Wand entsprechend präsentiert. Und da kann sich jeder dann auch sein eigenes Ausstellungsbuch beispielsweise zusammenfügen, indem man dann verschiedene Schriften, verschiedene Unterlagen zusammenfügt zu seinem ganz persönlichen Ausstellungsbuch, das man sich hier in diesem Schlösschen zusammenstellt. Und wer dann noch ganz besonders kreativ ist, der kann hier in die Tasten hauen und an dieser Geschichte weiterschreiben. Und dann entsteht auch hier eine ganz eigene, vielleicht sogar eigenwillige Geschichte aus diesem Trappenseeschlösschen. Ja, durch Corona hat sich einiges natürlich ein bisschen zeitlich verschoben und auch die Einweihung fand unter anderen Bedingungen statt. Da können wir noch ein paar Fotoaufnahmen zeigen. Und das Ganze, das vermittelt hier schon Urlaubsfeeling hier im Heilbronner Osten, das muss man sagen, mit diesem See hier direkt um das Schlösschen herum. Und da haben wir uns sogar schon mal auf dem Eis bewegt zu einer Winterzeit. Also auch da war dieses Trappenseeschlösschen schon ein Anziehungspunkt. Ein Anziehungspunkt soll es natürlich auch sein für Literaten, für Literaturfreunde, deswegen ja Literaturhaus. Hier sollen dann Lesungen stattfinden. In Corona-Zeiten ist das noch etwas schwieriger, deswegen startet die Serie Debüt am See mit den Lesungen von jungen Autoren erstmal drüben im Restaurant Trappensee. Und dann kann man auch hier später einmal heiraten. Also hier kann man das Standesamt sozusagen die Hochzeit, die Trauungen vornehmen. Und das Ganze kann man dann auch für private Festivitäten mieten. Also da gibt es sicherlich nicht viel schönere Locations als diese hier. Ja, es gibt viel zu entdecken, auch hier im Erdgeschoss, in der Leseecke oder hier in diesem Lesesessel. Und da hat man auch darauf geachtet, mal der Frage nachzugehen, warum braucht denn Heilbronn überhaupt ein Literaturhaus? Auch das wurde hier interaktiv auf diesem Monitor dargestellt und Autoren äußern sich dazu und das kann man dementsprechend anhören. Ganz interessante Aussagen. Da lohnt es sich, ein bisschen Zeit mitzunehmen, wenn dann hier die öffentlichen Öffnungszeiten auch beginnen. Und ich glaube, der Herr Knittel, der das Ganze leitet,
begleitet hier. Der wird sich auch freuen über viele, viele Besucher hier im Literaturhaus. Dann wird es auch ein kleines Café geben. Das testen wir jetzt schon mal im Vorhinein. Und man kann sich die entsprechenden Bücher hier herunternehmen, durchschauen. Und auch ganz spannend, das ist auch viel Geschichte von Heilbronn auf diesem Zeitstrahl, dass man noch einmal erkennen kann, was denn in diesem Trappensee-Schlösschen durch die Jahrhunderte insgesamt alles geschehen und passiert ist. Und der besondere Clou, man kann sich zum jeweiligen Jahreszahl auch die entsprechende Postkarte mitnehmen. Also eine besonders schwäbische Lösung. Das Ganze gibt es dann auch noch sozusagen umsonst. Also ein Besuch in diesem Schmuckstück, das hier wahrlich wachgeküsst worden ist, lohnt sich ganz bestimmt. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.